Ich zeige euch mal heute mal wieder, wie scheiße ich in Pokémon bin. Ich habe die Kristallversion diesmal, leider nicht die deutsche Version, weil mein PC sich meint so, hey Jung, so viel Viren kann ich mir auch nicht leisten. Das ist eine Sache anscheinend. Diesmal machen wir mit Punida, dem Boy, dem Girl, was auch immer, machen wir den ganzen Run. Wie zuvor, ich habe den mit dem Randomizer einfach nur... Frames. Ja, nee, lass mal den Standard-Frame. Aber was ich machen wollte, Text-Speed auf schnell. Genau. Ich habe auch wieder nur mit dem Randomizer... ich bin ein Girl. Weil, wenn man das schon wählen kann, dann machen wir das. Mit dem Randomizer einfach nur Ponita mir hinzugefügt. Diesmal habe ich, weil Ponita macht Sinn, ist Feuer. Ich habe Feuerriegel dafür rausgeschmissen. Macht Sinn. Wir haben es. Eigentlich scheißegal. Nochmal Zähne. Ja, Zähne. Ja. Genau, Sache ist, diesmal. Fick dich! Entschuldigung für die Wortwahl, aber also bei der blauen Edition war es auch so, dass beim Randomizer irgendwie dann automatisch ein anderes Pokémon da angezeigt wird. Letztes Mal war es Zubat, jetzt ist es direkt ein Mew. Ich meine, kannst du mir auch noch derber reindrücken, aber okay. Ich müsste die Lautstärke erstmal für mich ein bisschen leiser machen. Irgendwas wollte ich sagen, bevor das Mew aufgetaucht ist. Ich weiß es nicht mehr. Wir sind die gute Chris. Wir nennen uns aber... Ach stimmt. Englische Version, es gibt kein Ö. Oder Ä. Das wäre nämlich ganz cool. Dann nennen wir uns... Wir nennen uns einfach ne? Nee, das muss ein langgezogenes. Eigentlich mache ich eher ihr wisst schon, es wird ein Running Gag. Doppel H, Doppel M. Ja, wir nennen uns jetzt habe ich nämlich. Jetzt habe ich eine Entschuldigung dafür, wenn ich die ganze Zeit M sage, denn ich sage nämlich eigentlich nur meinen Namen. kaum habe ich es gesagt, schon mache ich wieder M. Also, damit müsst ihr euch abfinden. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Irgendwas wollte ich machen. Irgendwas... Ja, mir egal, gib mir mein Handy. Received Pokégear. Ja, danke Mom. Heute ist Sonntag. Bei mir ist es Sonntag. Oh, halt auch deine Schnauze. Jetzt endlich. So, auf zu dem Boy. Ich hab schon wieder M gesagt. Ich muss mal eine Compilation machen von wegen, wie oft ich M sag. Das wird traumhaft. Das wird ein stundenlanges Video. Abgesehen davon, genau, ich will keine Items während dem Kampf verwenden. Da wurde ich nämlich drauf angesprochen vom Jovi höchstpersönlich. Der fand das nicht so. Der sagte, hey, das ist doch gar keine Challenge mehr, wenn du Items währenddessen benutzt. Ich denke so, hey, es ist auch so, mir egal, ob das eine Challenge ist, ich spiele einfach Pokémon und mache ein Video darüber. Ich meine, was erwartest du von mir? Etwa, dass ich irgendwas Kreatives dazu noch mache. Naja, aber diesmal keine Items während dem Kampf. Mal gucken, ob ich mich irgendwie währenddessen auch dran erinnere. Ja, gib mir mal einen Scheiß wie ich. So, das ist gute Ponita. Ja. Will haben. Das kriegt natürlich auch einen Spitznamen. Ne, ich nenne es nicht M. Aber beinahe.
ist ein Weibchen. Oh, das, dann passt der Name sogar nochmal besser. Aber eigentlich ist es scheißegal. Das wird nämlich die gute... Der gute Janita. Die gute Janita. Mr. Pokémon, ja schön. Genau, schon wieder M. Wisst ihr, was ich meine? Viel zu viele M's. Deswegen heiße ich jetzt M. Da habe ich eine Entschuldigung dafür. Abgesehen davon, der gute Mr. Pokémon, der gibt uns ein Pokémon. Nein, kein Pokémon, ein Pokémon-Ei. Das gute Togepi. Wenn das geschlüpft ist, dann gehen wir zurück zu Mr. Nicht Mr. Professor Lind. Und gönnen uns den Ewigstein. Das wird dann Ponyta kriegen zum Tragen. Damit es sich nicht entwickelt, weil es soll ja ein Ponyta und kein Galopper-Run sein. Deswegen habe ich auch das in der ersten Generation mir geguckt, dass ich ein Viech habe, was keine Entwicklung hat. Einen guten Yovi zum Beispiel. Okay, ich habe Tackle und Heuler. Standard. Eigentlich, das ist so, als hätte ich einen Feuerriegel genommen. Ohne Witz. Ich habe keine Ahnung vom Moveset von der guten Janita. Irgendwann wird es Feuerattacken erlernen, denke ich mal. Stampfer kann es wahrscheinlich. Feuerwirbel ist ein Angriff, bei dem ich immer an Ponyta denken muss. Aber sonst keine Ahnung. Irgendein Moveset wird es schon haben. Also, ich denke, ein Ponyta-Run, das wird weniger eine Challenge als der Yovi-Run. Weil, abgesehen davon, Pokémon Kristall ist eine der leichtesten Generationen überhaupt. Also, komplett Johto wirst du so... Also, Johto an sich ist einfach, wie sonst nur was. Also, die Pokémon-Liga, ich glaube, die haben Level 45er Viecher oder so. Also, das ist... Du bist sehr gut mit deinen Leveln eigentlich immer dabei. Janita hat nur Wasser als Schwäche, wirklich großartig. Ja, Kanto wird... Ja, Kanto ist ein bisschen... Der Kanto-Teil ist ein bisschen unnötig in der zweiten Generation. Beziehungsweise nicht unnötig, aber eigentlich ist es voll geil. Aber du kannst da innerhalb von 10 Minuten durchrushen und hast alle Orden. Nee, nicht ganz, aber... ihr versteht, was ich meine. Das Einzige, was dann noch eine Challenge sein wird, ist halt der Boy. Der gute Red. Okay, ich überlege gerade, was brauche ich für... Was sollte ich mir denn für Viecher holen? Für... Ihr wisst schon, wie die Dinger heißen. VMs. So heißen die Dinger. Ich brauche Zerschneider. Ich brauche Surfer. Zertrümmerer gibt es da noch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ponyta selber könnte... Zertrümmerer könnte es, aber das hat's, glaube ich. Nee, das gibt's erst in der dritten Generation. Warum ist mein Energy schon wieder leer? Kaum angefangen mit Aufnehmen und mein Energy ist leer. Was soll denn das? Ja, okay, ich habe auch während ich die ROM mir geholt habe, den gesoffen wie sonst noch was, weil das hat mich aufgeregt. Keine deutsche ROM gefunden, die, wo mein PC sagt so, hey... Oh, stimmt, die tragen eine Beere. Die hätte ich mir... Ja, egal. Ja. Was mir auffällt gerade, ich habe ein paar Kämpfe gemacht, das hätte ich mir vorher angucken können auch. Ich habe ja schon jetzt ein paar Kämpfe gemacht und bin trotzdem noch kein Level up. Ich glaube, die Lernkurve von der, die das guten Janita, die ist nicht so geil. Das könnte ein bisschen was werden. Schon wieder M. Das gucke ich mir kurz an.
So, ich kann ja Multitasking und so, man kennt's. Handy rausholen. Junge, gib mir meine Karte. Brauche ich zwar nicht, aber was auch immer. Ponita, fuck, wie heißt es? Experience. Kurve. Ich weiß, wie man Google benutzt. Exponentialfunktion Wikipedia. Nein. Nein. Pet. Pet. Mein Gott, okay, ich brauche einen anderen Begriff. Erfahrungskurve heißt es doch auf Deutsch bestimmt. Erfahrungskurve. Nennt man das Kurve überhaupt? Insel. What? Nein. Erfahrung. Ponita Erfahrung einfach nur. Nein. Nein. Gibt ihr mir noch was? Nee, ich glaube nicht. So, heil mein Schild. Erfahrung. Erfahrungs. Punkte? Da, das sieht mir doch was nach gutem aus. Pokémon-Gruppen. Erfahrung auf was? 1000. Okay, Basiserfahrung. Okay, das sind. Danke, dass du mir auch zeigst, wie die Gruppe heißt. Okay, das ist eine leichte. Das ist mittlere. Das ist Ponita und Galoppa. Okay. Ponita und Galoppa sind im soliden Mittelfeld. Sorry, dass ich hier gerade nicht weitergespielt habe. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Kann ich mir schon irgendwas kaufen? Was habe ich überhaupt insgesamt hier? Nee. Bring mir irgendwas kaufen eigentlich? Eigentlich nicht. Ja, wir gehen weiter. Holen uns das Ei. Weedle! So, Janida. Tackle den weg. Erste Arena. Falkner. Heißt der Falkner im Deutschen? Keine Ahnung. Der gute Falkner. Der hat Flugviecher. Der hat einen Unteropsi und einen Torboga. Torboga ist nur Level 9. Also. Ich meine, das ist eine der leichtesten Arenen überhaupt. Für den Anfang. Außer wenn du. Vielleicht wenn du Endivie genommen hast. Fuck, ich bin vergiftet. Jung! Ich brauch was gegen mein Gift. Normale Beere. Fuck. Der gibt mir auch eine normale Beere nur. Genau, so wie letztes Mal, weil ich bin jetzt gerade vergiftet und ich habe mir überlegt, ich spare mir ein bisschen den Weg mit der Vergiftung. Ah, 16. Oh, der hat nur 16 Leben, okay. Das klappt vielleicht nicht so gut, wie ich dachte. Ich dachte, okay, ich kann zu Mr. Pokémon gerade so noch kommen und dann auf dem Rückweg einfach mir mit der Vergiftung mich tot machen. Wird, glaube ich, nicht so ganz klappen. Mit, ja. Genau, aber so wie beim Yogi-Run, sterben ist scheißegal. Hauptsache ich spiele das Spiel. Ich weiß, ist keine richtige Challenge. Ist mir aber scheißegal. Ich will Pokémon spielen. Lass mich. Diesmal, was auch kacke ist, also was heißt kacke, aber schade. Pokémon Kristall hat keinen geilen Rand.
Dafür in Farbe und Bunt, aber. Gegengift, perfekt eigentlich. Benutzen wir das. Ja, Pokémon Kristall in Farbe und Bunt, aber dafür keinen coolen Rand. Aber das macht eigentlich gar nicht so viel aus. Es sieht doch nicht so, also auf meinem Bildschirm jedenfalls, sieht es nicht so arg gestretched aus, wie ich das hätte gedenkt. Aber ja. Ich überlege gerade, ob ich selber einen Rand hinzufüge oder das irgendwie kleiner mache. Das wäre Arbeit. Und sieht echt nicht schlimm aus. Ich dachte jetzt eher, das wird ein bisschen zu arg gestretched aussehen. Aber ist okay. Ist okay. Dum, dum, dum. Bam, 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 bam. Raupi kriegt auf die Fresse. Ja, mach mich halt langsamer. Sache wird sein, ich muss kaum trainieren, habe ich das Gefühl. Merkt euch das, weil M. Nee, Volkner ist easy as fuck. Davor ist noch der Knofenserturm, der kriegt mal Blitz, aber das ist geil, um vor der Arena zu trainieren. Und dann bin ich schon auf einem gut genugen Level für Volkner. Zweite Arena ist Käfer gegen, wie heißt er, im Englischen heißt er Bugsy, im Deutschen, ratet mir, wie er da heißt. Kai. Ha. Nee, da ist wirklich Kai. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube ja. Auf jeden Fall, Käfer wird easy. Dritte Arena, ihr wisst alle, Whitney ist ein bisschen berühmt für ihr, berüchtigt für ihr Miltank mit Walzer. Und ich weiß ganz sicher auch, dass, wie Whitney auf im Deutschen heißt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, echt keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. So, ja, deine Drogen wurden geklaut. Ich meine natürlich deine Pokémon. Kein Encounter im Gras. Das ist schön. Bin ich geheilt von... Ja, Mr. Pokémon hat mich geheilt. Das heißt, der Boy geht gleich hier weiter. Ich meine, das Girl natürlich. Yo, es geht, Asshead. Oh, da brauchen wir auch einen guten Namen wieder für den. Popomon war okay. Aber, ich weiß nicht, für Silver, der hat... Was hat der für ein scheiß Lächeln in dem Sprite? Seht ihr das? Das sieht so richtig billig, so ein Emoji, Smiley, irgendwas lächeln. Yo, was geht? Okay, auf jeden Fall, der braucht einen guten Namen. Soll ich ihn auch M nennen? Nein. Nee. Ich nenne ihn... Mal gucken, was ich hier so dämlich rumliegen habe. Von wo ich mir Inspiration nehmen könnte. Scheiße, fällt runter.
Was? Fuck, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nur gesehen Crit. Fuck. Nein. Nein. Der Typ hat mich besiegt. Das gibt's doch nicht. Sein Name ist Fragezeichen. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Fuck. Der hat mich einfach besiegt. Mit scheiß Crit. Okay, ich hab wieder alle Leben. Mist. Naja, egal. Ich dachte, die wären irgendein Item. Egal. Wir nennen ihn... Wie nennen wir ihn? Gute Frage. Robert's Name. Ich hab sieben Buchstaben frei. Oh mein Gott, mir fällt kein guter Name ein. Oh mein Gott, Asshole würde direkt hinpassen sogar. Nee. But. Das ist auch ein Klassiker. But. 6. Nee. Butthead passt nicht ganz hin. Wie sieht er denn aus? Irgendwie eine Inspiration muss ich doch haben für den. Oh mein Gott! Wir nennen ihn Uwe. Egal. Uwe. Der gute Uwe. So, gut. Polizei ist weg. Ja, Laber. Mysteriöses Ei gezeigt. Ich gehe auch immer zu meinem Professor. Man könnte sagen, Professor ist dasselbe wie ein Doktor. Er geht hin und zeigt ihm sein, und ich zeig dann meinem Doktor mein mysteriöses Ei. Dann schreckt er auch so zurück und sagt, denkt sich so, Jung, hätte ich viel früher zum Arzt kommen sollen. Man kennt's mit seinen mysteriösen Eiern. Red nicht so viel, ich weiß, was mein Job ist. Ich hab Pokebälle erhalten. Nö. So. Soll meine Mutter... Nee. Ich kann zu meiner Mutter jetzt gehen und erstmal Ciao sagen. So, hey. Ich weiß, wir haben uns heute Morgen gesehen und ich sollte eigentlich nur dem Professor kurz was helfen. Aber nee, ich gehe jetzt auf eine Weltreise. Du zeigst mir nicht, wie man Pokémon fängt, weil das ist mir egal. Und dann kann sie für ein Geld sparen. Aber das ist mir auch egal. Soll sie nicht tun, weil die gibt's eh für irgendeinen Schwachsinn aus. Hey, ich hab dir ein Poster gekauft. Du kannst deinen Raum nämlich damit schmücken. Oder hey, hier, ich hab dir... einen Schutz gekauft. Janita.
Dun, 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 dun. Yay! Janita ist Level 7 geworden! Da hoch. Habe ich mir das Item geholt? Alter, mir fällt im Sprite gerade auf. Die Chris, die ist ja an sich eh, ist ja eh blau. Aber die hat anstatt der Gold, der ja rot ist, der einen Pokéball da hat, die hat einfach einen Superball da. Beziehungsweise halt, der Ball ist halt blau, aber das ist halt ein Superball dann. Voll krass cool und so. Wie kannst du einen Tackle denn verfehlen? Es gibt nichts Einfaches als Tackle. Ich meine, du läufst, beziehungsweise du rennst, oder du springst an sich, ja, ich habe das Item geholt, du springst an sich mit deinem vollen Körper gegen das Ding. Hoppe! Das wäre auch ein geiler Kandidat gewesen für einen Run. Aber was wir stattdessen machen, ist einmal Tackle und dann den Boy fangen, weil der kann zerschneiden. Beziehungsweise, er kann Platscher im Moment, aber später kann er zerschneiden. Hoffe ich. Im Normalfall. So. Fuck! Ich habe ihm keinen Spitznamen gegeben. Okay. Okay, das heißt, wir müssen uns einen neuen fangen. Ah. War ich in dem Ding schon? Nee. So. Fehler gleich mal beheben. PC. Deposit. Withdraw. Ne. Weg da. Release. Ciao. Ich hätte gucken können, ob das ein Item hat. Naja. Was habe ich eigentlich auf meinem PC? Nix. Okay. Das war's schon mal damit. Ich muss mit meinen Spitznamen für alles einfach. Muss ich ein bisschen besser klarkommen. Weil ich will jetzt nicht schon wieder meinen. Also der jetzt Zerschneider dann lernt, will ich nicht schon wieder Katzleb nennen. Sondern Schneidebrett oder sowas. Ja, Schneidebrett, warum nicht? Wir nennen den Zerschneiderboy, nennen wir Schneidebrett. So, Youngster Joey, du bist mein bester Freund. Wir lieben dich alle. So. Tackle. Uff. Ich könnte mir auch mal meine Stats angucken. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob jetzt einfach nur Janita scheiße ist in seinem normalen Angriff. Oder ob das einfach nur daran liegt, dass ich insgesamt, dass ich halt schwach bin. Oder dass es normal ist, dass man so schwach ist. Janita, was sagen deine Stats? Jojo, ja, da. Speed ist natürlich gut und Angriff ist gut, okay. Ist doch eigentlich nett. Spezialangriff, das wäre dann für Feuerangriffe, ist nett. Verteidigung ist ein bisschen scheiße, aber ja, warum nicht? So, ah nein, ich wollte vom Joey die Nummer, weil der ist ja mein bester Freund. Und in der zweiten Generation kann man ja Nummern abchecken.
Und er soll mich natürlich immer zulabern von seinem übergeilen Radfratz, was das mal wieder für Abenteuer erlebt hat. Na, 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 na. Habe ich schon mal darüber geredet, dass die Musik in Pokémon, also gerade in den Game Boy und Game Boy Color Ablegern, also halt blaue Edition und jetzt zum Beispiel Kristall Edition, übelst geil ist. Also blaue Edition hat klassische Musik, Musikstücke. Und hier Kristall und also Gold, Silber, Kristall und sowas, die haben so richtig so BAM, die hauen nochmal richtig rein. Die haben zwar dieses klassische irgendwie, aber die haben so richtig BAM einfach. Ich weiß, was ich meine. Ja, ja, gib mir deine Nummer, Joey. Besties forever. Er ruft mich an, immer wenn er den Drang zum Kämpfen hat. Er ruft mich auch immer an, wenn er den Drang hat, mir zu sagen, dass sein Radfratz das beste Pokémon auf der Welt ist. Was ich verstehen kann, ich meine, guckt euch Radfratz an. Ich meine, es ist das beste Pokémon der Welt, ist kein Zweifel. So, Käfersammler Dawn. Janita. 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 Okay, man kann nicht Tail Whip. Was will ich mit Tail Whip? Diese ganzen Status-Dinger und sowas braucht man halt in der zweiten Generation gar nicht. Also so Status-Angriffe. Weil, wirklich, die zweite Generation, die ist wirklich so sehr einfach. Scherz. Oh, mein Mutter ruft. Ach so, weil ich sie nicht besucht habe. Hallo? Ja, ja, ich bin auf eine lange Reise. Ich hab... Scheiße! Ja, okay, nee. Ja, jetzt tut's halt für mich Geld sammeln. Mir auch egal. So. Ich brauche immer noch... Ja, okay, ich brauche erst ab der... Nach der zweiten Arena brauche ich Zerschneider, also ich habe noch Zeit. Ich überlege gerade, was gibt's denn sonst außer... Hopspross heißt es auf Deutsch. Was gibt's denn sonst noch für Viecher, was Zerschneider können? Kann Janita selbst Zerschneider? Das wäre ja auch eigentlich... Weißt du, dann muss ich mir nicht so viele Vor allem Sklaven holen.